Hallo und willkommen auf MX5 Roadtrips, dem Kanal über die Bergpässe der Alpen. Bevor es in dieser Woche endlich losgehen soll, wollte ich mich doch nochmal melden. Es soll heute nochmal um die Ausrüstung gehen, konkret um die Insta One R und dann auch einen Ausblick auf die DJI-Drohnen. Grund genug gibt es. Insta 360 hat die Firmware für die One R und One X Serie erneuert vor 2 Monaten und insofern ist durchaus von Interesse, ob das sich insbesondere auf die Leistungsfähigkeit des sündhaft teuren 1 Zoll Moduls endlich auswirkt. Dann hat Insta 360 die Nachbearbeitungssoftware Studio 2020 gänzlich überarbeitet und erneuert. Das ist ein besonders interessanter Teil, wie ich finde. In letzter Zeit habe ich mich dann auch, bevor es jetzt in die Berge geht, darum gekümmert, ob die Verbindung zwischen der Kamerasteuerung und der Kamera stabil bleibt und habe das Bluetooth-Modul von Insta selber ausprobiert. Es hat leider überhaupt nicht funktioniert. Insofern bin ich wieder zu Wi-Fi und Smartphone zurückgekehrt. Auch darum soll es am Ende dieses Videos noch gehen. Und last but not least habe ich mich ein bisschen darum bemüht, ob Insta 360 One R oder One X sich mit den DJI Drohnen Mavic 2 Zoom und Mavic Air 2 vertragen oder eben auch nicht. Also auf geht's! Die neue Software Studio 2020 spricht jetzt auch Deutsch. Aber beworben wird sie hauptsächlich mit 2 Funktionen, nämlich mit Time Shift und Deep Track. Bisher musste man in Studio 2020 jeweils für jede Clip-Sequenz mit unterschiedlicher Geschwindigkeit einen eigenen Export wählen und dann in Final Cut zusammenschneiden. Das war natürlich sehr zeitaufwendig und insofern ist die Möglichkeit, unterschiedliche Zeitsequenzen zu markieren und einzustellen, ungemein hilfreich und zeitsparend. Die Neuerung ist also ohne Einschränkungen sinnvoll und zu begrüßen. Die kurzen Videoausschnitte zeigen, wie das funktioniert. Es gibt einen Button für die Timeshift-Funktion, daneben ein kleines Fenster, bei dem man die Geschwindigkeit wählen kann und dann heftet man diese Etiketten, könnte man das nennen, oder Zeitspuren in die Timeline an, rot für höhere Geschwindigkeiten, blau für niedrige Geschwindigkeiten. Das ist ganz einfach. Geändert wurde nun auch die Steuerung von Studio 2020. Man hat ein bisschen die Tastatur aufgewertet, denn es ist jetzt mit den Pfeiltasten möglich, frameweise zu springen. Und an sich sollte die Timeline jetzt auch ruhiger sein, weil sie einen Button bekommen hat, der sie magnetisch einrasten lassen soll. Tatsächlich führt das lediglich zu einem zweiten Cursor, mit dem man dann allerdings im Blindflug durch die Timeline reist. Also so ganz eingeleuchtet hat mir diese Neuerung nicht. Was ganz katastrophal ist, ist aus meiner Sicht, dass die Leertastenfunktion, nämlich Start und Stopp, weggefallen ist und man nur noch mit der Maus diese Funktion steuern kann. Kommen wir nun zu Deep Track. Ich wollte das, was ich manuell seinerzeit produziert hatte, diesmal mit Deep Track nachstellen, habe also wieder ein Kreuz ausgewählt und wieder sollte die Vorbeifahrt relativ rasch und dann in der Passage am Kreuz in der Geschwindigkeit reduziert aufgezeichnet werden. Der erste Versuch ist dabei fehlgeschlagen, das Kreuz wanderte aus dem gelb markierten Feld raus und wurde verloren. Ein zweiter Versuch war ganz erfolgreich und die Kamera blieb am Schluss in dieser Position gerichtet auf das Kreuz auch stehen, was ja logisch ist und man muss dann von Hand die Ausrichtung wieder herstellen, was mit der üblichen Setzung von Keyframes ja auch möglich ist. Das Ergebnis ist allerdings ganz erstaunlich, wenn wir uns es ansehen, denn
Es findet plötzlich eine Kreisbewegung statt, die ja überhaupt nicht vorgesehen war. Was könnte der Grund sein, ist die Frage. Das werden wir gleich nochmal ausprobieren an einem zweiten Objekt, aber zunächst mal das Ergebnis, was die Timeshift-Funktion betrifft, so finde ich das wirklich gelungen. Unser zweites Objekt wird ein Haus sein, in einer Biegung an einer Kurve. Und lassen wir mal sehen, ob Deep Trek es gelingt, dieses Haus zu verfolgen und wie es dann umgesetzt wird. Auch bei diesem Versuch gelingt es Deep Trek sehr gut, das Objekt zu verfolgen. Das kann man überhaupt nicht kritisieren, aber das Ergebnis ist wiederum ein Dreher, der nicht vorgesehen ist. Die Suche nach der Ursache zeigt uns, dass der Kontrollmonitor der OneR nicht etwa die Ausrichtung der Kamera zeigt, sondern dass die Ausrichtung die genaue Gegenrichtung ist, was dazu führt, dass bei der Einstellung des Videos hier in diesem Sinne in Fahrtrichtung des Fahrzeugs es zu Abweichungswinkeln kommt, entweder zu minus 130 Grad im Uhrzeigersinn oder zu positiven 216 Grad gegen den Uhrzeigersinn, was ganz offensichtlich die Software durcheinander bringt. Nun, beim Film habe ich das Problem ja noch nicht bemerkt, sondern habe den Film zu Ende gedreht und habe mich zunächst an den Möglichkeiten der 360-Grad-Kamera erfreut und vor allen Dingen an den fantastischen HDR-Bildern, die ich der Insta gar nicht so zugetraut hätte. Erst später beim Schneiden habe ich das dann bemerkt und da es dann inzwischen geregnet hat und man das nicht mehr draußen fortsetzen wurde, wurde die ganze Angelegenheit nach drinnen verlagert. In der Wohnung hat das dann alles problemlos geklappt. Das kann nun an zwei Gründen gelegen haben und ich kann nicht entscheiden, welches der Grund war. Das eine war, mir war inzwischen klar, dass die Kamera anders ausgerichtet werden muss, dass also der Monitor nach vorne zeigen muss, sodass man ihn gar nicht sieht. Und zweitens, natürlich ist in der Wohnung ein schlechter oder gar kein GPS-Empfang, sodass die Kamera sich nicht selber orten kann. Wie auch immer, was der Grund ist, weiß ich nicht, aber mehrere Versuche mit Deep Trek haben ausgezeichnet funktioniert. Also im Grunde scheint die Funktion doch zu funktionieren. Natürlich freue ich mich über jeden Kommentar. Und verschiedene Kommentare haben sich in letzter Zeit kritisch mit dem 1-Zoll-Modul der Insta One R auseinandergesetzt, das ja auch sündhaft teuer ist und von dem man eigentlich erwarten sollte, dass es viel besser sein muss als die Konkurrenzmodelle oder das 4K-Modul selbst. Insofern war ich schon gespannt, ob das Software-Update die Leistung des 1-Zoll-Moduls verbessert hat. Und die Witterungsverhältnisse waren hundsmiserabel, also eigentlich ideal für lichtstarke Sensoren. Und wie sieht das Ergebnis aus? Schauen wir es uns an. Erstaunlich, wie eng die drei Action-Cams beieinander liegen. Das erzeugt bei Insta für das 1-Zoll-Modul auf jeden Fall Handlungsbedarf. Und was technisch möglich ist, zeigt das vielleicht beste Android-Smartphone, das es derzeit auf dem Markt gibt. Denn der Abstand zwischen ihm und den Action-Cams scheint mir doch sehr drastisch zu sein.
Es mag ja ein bisschen verrückt sein, auf eine DJI, die eine hervorragende Kamera hat, eine 360-Grad-Kamera Huckepack obendrauf zu setzen, was das Flugverhalten erheblich instabilisiert und sogar zum Absturz der DJI führen kann. Dennoch dachte ich, es ist ganz interessant, es mal zu versuchen. Und das Video zu dem Versuch habe ich Ihnen ja eben gezeigt. Zum Vergleich danach hier das Originalvideo der DJI, die natürlich eine bessere Qualität hat, aber wie ich finde, nicht ganz so actionreich wirkt. An sich sollte jetzt ein Video der One X folgen, zum Vergleich mit der One R und auch an anderer Stelle montiert. Leider hat das nicht geklappt mit der One X, sie ist noch nicht einsatzfähig. Und insofern müssen wir das verschieben auf nach der Passpause, denn ich will diese Woche noch in die Berge fahren. Also, insofern noch zwei Tipps. Ich habe kürzlich die Bluetooth-Fernbedienung von Insta360 getestet. Sie macht einen hervorragenden Eindruck, so von der Haptik, von der Verarbeitung, von dem, wie sie aussieht. Nur mit der einen Bahn hat sie sich nicht verbunden und mit der anderen dauernd die Verbindung unterbrochen draußen. Also insofern ist sie zwar so teuer wie ein gebrauchtes Smartphone, aber eben nicht so robust in der Verbindung. Deswegen, es bleibt beim Smartphone und Wi-Fi, bei der Wi-Fi-Steuerung Bluetooth scheint es nicht zu bringen. Der zweite Tipp, bei Amazon gibt es einen chinesischen Halter für die Insta, hier mit dem 360-Grad-Modul. Wie man sieht, ist der Halter nur halb und die Kamera wird so von der Seite her eingeschoben, was die Montage ungleich einfacher macht als bei der Originalhaltung. Und es funktioniert, sie hält. Auch beim 1-Zoll-Modul muss man jetzt nicht die Linse vorne abschrauben, sondern kann sie so rein und rausnehmen. Das finde ich eine gute Sache und die 11 Euro sind, wie ich meine, ganz gut angelegt. So, jetzt machen wir erstmal die Pause bis nach der Passfahrt in den französischen Alpen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir sehen uns dann im Oktober wieder.